Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich an einen wirklich ganz, ganz großen Kinderarzt und auch ein großes Vorbild von mir erinnern, der Schweizer Remo Largo. Remo Largo wäre vor einigen Tagen 80 Jahre alt geworden und ich finde, man kann nicht oft genug auf seine Bücher, auf seine Sprüche, auf seine Wahrnehmung der Kinder hinweisen. Ich selber bin ehrlich gesagt die letzten Jahre schon traurig, dass diese Stimme nicht mehr da ist. Und in meinem Alltag nimmt schon manchmal meine Frustration zu, wenn ich sehe, wie viele Kinder zu uns in die Praxen geschickt werden, wegen, ich sage jetzt mal, angeblichen Schulschwierigkeiten oder Schwierigkeiten in der Entwicklung, wo oft einfach Zeit fehlt, Geduld fehlt und wo ich mir wünschen würde, ein bisschen was von dem Blick, wie Remo Largo Kinder gesehen hat, nämlich zu sagen, die Kinder haben ihr eigenes Entwicklungstempo. Man muss den Kindern auch manchmal mehr Zeit geben. Man muss die Bemühungen bewerten und nicht das Ergebnis. All diese Aspekte würde ich mir im Alltag manchmal mehr wünschen. Und ganz zentral ist ja das Zitat von Remo Largo, dass Kinder nicht auf die Welt gekommen sind, um die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen, sondern um zu dem Wesen zu werden, das in ihnen angelegt ist und das die Eltern dafür verantwortlich sind, dass dieser Schritt gegangen werden kann. Und ich möchte da hinzufügen, nicht nur die Eltern, sondern auch die Gesellschaft, zum Beispiel unser Schulsystem, unser Kindergarten, unser Kitasystem. Und da tut es mir im Moment schon weh, wenn ich sehe, was da für ein Mangel herrscht, wie überlastet und überarbeitet die Menschen sind, die dort arbeiten und wie sehr deswegen Kinder auf der Strecke bleiben und viel zu schnell medizinalisiert werden, zum Kinderarzt geschickt werden, obwohl sie eigentlich nicht krank sind, sondern einfach mehr Zeit, mehr Zuwendung, mehr Verständnis für ihre Entwicklung bräuchten. Und das ist eigentlich Grund genug, wirklich immer wieder an Remo Largo zu denken, froh zu sein, dass er all diese Gedanken hatte und immer wieder wortreich zum Ausdruck gebracht hat. Und ja, wir sollten den guten Mann einfach nicht vergessen. Das ist mein Appell von dieser Woche. Bis nächste Woche.